Also da hört sich die Freude am Leben auf. Glauben Sie mir, ich habe zu nichts mehr Lust. Ich komme gerade von Afrika aus dem Dschungel raus, weil die Safari nicht unterbrechen muss. Sie können sich wohl nicht denken, was passiert ist. Klar, im Grunde genommen fasse ich selbst es kaum. Auch wenn man nicht beherrscht und routiniert ist, bleibt so etwas ein Schreckenstraum. Ohne höheren Gewalten hätte sie ihr Wort gehalten, doch jetzt liegen Schmalz und Trauer, vom Hausfuhr auf der Lauer, schwarz gekleidet, abgemagert, blass. Und wenn das jemand fragt, sagen wir das. Der Diener vom Chauffeur, meiner Putzfrau ist krank, warum war sie seit Tagen nicht mehr da? Jetzt habe ich nur noch schmutzige Tassen im Schrank. Die Katastrophe geschah. Was sie kosten, fällt nicht ins Gewicht. Denn Bild und Tabletten kann man kaum für Geld. Putzfrauen, die kriegt man nicht. Tränen stimmen, das sind meine Augen. Alle Freunden lassen mich allein. Soll ich meinen Staub denn selber saugen? Freunde, nein, das kann man nicht.